Grüß euch, heute schauen wir ins Tarot der weißen Katzen und dann sehen wir mal, was da rauskommt für uns. Da ist sie schon, wir haben den Knaben der Münzen. So, der Knabe der Münzen, der kann stehen für Kinder, Jugendliche, Teenager. Also vielleicht hast du Teenager zu Hause, die ein bisschen was kosten. Es kann aber auch stehen für Messages, die reinkommen, also Botschaften. Das kann eine SMS sein, das kann sein über WhatsApp, das kann sein über einen Anruf, über E-Mail. Es kommt auf jeden Fall hier eine Botschaft auf euch zu und wenn ihr diese Botschaft bekommt, dann ist das was Gutes. Zum Beispiel, hey, sie kriegen 100 Euro Rückzahlung von ihrer Stromrechnung oder so irgendwas, ja. Also das sind so kleine positive Neuigkeiten, über die man sich freut. Das ist nicht die Welt, das ist jetzt kein Lottogewinn über 2 Milliarden Euro, sondern das ist eher so ein bisschen was, aber es ist auch gut, ja. Vielleicht kriegt ihr von der Schule gesagt, hey, wir fahren jetzt doch nicht mit den Kindern auf den Ausflug, das heißt, ihr müsst doch nicht 600 Euro für diesen Ausflug zahlen oder so. Also es ist super, es ist auf jeden Fall was Gutes. Und das ist etwas, was uns voranbringt. Es kann für manche von euch auch sein, dass ihr die Message bekommt, dass ihr einen Job bekommt, ja, dass ihr einen Job anfangen könnt. Jetzt schauen wir noch, wer ist der Glückspilz des Tages? Ja, interessant. Glückspilz des Tages, der Fisch und wieder die Nummer 9 als Glückszahl. Interessant. Nicht vergessen, like unter dem Video, abonnier den Kanal, beides gratis für dich und wir sehen uns. Tschüss!